Augsburg Fußgängerzone. Wir starten ein Experiment. Muslime sympathisieren mit Terroristen, unterdrücken Frauen und gehen zum Lachen in den Keller. Vorurteile über den Islam gibt es sicher genug. Ich glaube allerdings, an den meisten ist gar nichts dran. Vielleicht ist das eigentliche Problem ja eher, dass wir überhaupt keine Ahnung haben vom Islam. Und dennoch sagen 57% der deutschen Nichtmuslime, der Islam ist eine Bedrohung. Außerdem schätzen die Deutschen den Islam kriegerischer, intoleranter und rückwärtsgewandter ein als das Christentum. Wirklich? Das will ich rausfinden. Mit einem kleinen Quiz, Koran versus Bibel. Die Regeln sind einfach. Welcher Vers stammt woher? Ich habe drei krasse Verse rausgesucht. Wer über Gott spottet, muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, egal ob es ein Einheimischer oder ein Fremder ist. Eine Frau ist dem Manne untertan, solange er lebt. Dies verlangt das göttliche Gesetz. Sie ist erst frei, wenn der Mann stirbt. Heidnische Völker, die dir nicht dienen wollen, sollen umkommen. Und ihr Land soll verwüstet werden. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Gruselig, alles nichts für mich. Ja, für mich auch nicht. Aber ich will nun von den Leuten wissen, woher stammen diese Verse? Aus dem Koran oder der Bibel? Von dem, was im Koran steht, habe ich auch wenig Ahnung. Aber das will ich heute ändern. Und ich will auch herausfinden, was ist das Besondere für Muslime am Islam? Denn in den Augen vieler hier ist er ja angeblich so schlecht. Deshalb treffe ich heute Betül, 26 Jahre, Juristin und gläubige Muslima. Jetzt habe ich dich ja von deiner Arbeit abgeholt. Du arbeitest im Landesgericht. Welcher Abteilung? Beim Staatsschutz momentan. Staatsschutz? Hört man da öfter mal Sprüche? Betül, du kannst jetzt deine eigene Akte doch auch mal durchsehen. Hör ich ab und zu mal, aber mehr ist da eigentlich auch nichts. Na, Gott sei Dank. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Vorurteil. Man hört ja oft Rechtsstaat und Islam. Es passt nicht zueinander. Was sagst du dazu? Muss ich leider widerlegen. Also für mich passen Rechtsstaat, Demokratie, Islam wunderbar zueinander. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Es gibt kaum etwas, was sich widerspricht. Mhm. Und dort, wo sich etwas widersprechen sollte, ist ein Muslim auch angehalten, sich an die Regeln des Landes zu orientieren, in dem er lebt. Mhm. Das heißt, auch für einen Muslim gilt das Grundgesetz, wie für jeden anderen Bürger in Deutschland auch. Das klingt ja schon mal gut. Und was noch besser klingt, finde ich, ich bin sehr gespannt. Du nimmst mich heute nämlich zu deiner Moschee mit, mhm, und zeigst mir, was da alles so los ist. Sehr gerne. Da freue ich mich sehr drauf. Zurück zu meinem Religionsquiz, Koran versus Bibel. Los geht's mit Vers 1. Wer über Gott spottet, muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, egal ob es ein Einheimischer oder ein Fremder ist. Da glaubst du, es kommt woher? Aus dem Koran. Warum? Weil es so extrem ist. Ich würde eher sagen Bibel. Du sagst Bibel? Ich sag zudem auch Koran, weil die haben sehr mit Gott. Mhm. Und auch, dass man nicht über den spotten darf. Gab es ja auch dieses Attentat da. Und also das ist aus dem Koran, glaube ich. Wer über Gott spottet, muss sterben. Koran oder Bibel? Koran. Steinigen hört sich sehr biblisch an. Ja. Doch wer hat recht? Die Auflösung gibt's später. Jetzt erstmal weiter mit Vers 2. Heidnische Völker, die dir nicht dienen wollen, sollen umkommen. Ja, da bin ich so zwiegespalten. Mhm. Das ist Bibel. Spottet, muss sterben. Da bin ich mir unsicher. Aber ich würde auch eher zu Koran tendieren, ja. Okay. Das kann doch nicht beides sein, ne? Es geht um ein Religionsquiz, Koran und Bibel. Gut, für die wäre es zu einfach gewesen. Bis jetzt sind sich die Leute noch recht uneinig, was woher stammt. Doch das ändert sich schlagartig bei Vers Nummer 3. Eine Frau ist dem Mann untertan, solange er lebt. Dies verlangt das göttliche Gesetz. Sie ist erst frei, wenn der Mann stirbt. Also das ist auf jeden Fall Koran. Eine Frau ist dem Mann untertan? Koran, hundertprozentig. Warum bist du dir da so sicher? Weil es halt auch immer Unterdrückung gibt in den Ländern. Und deswegen auf jeden Fall glaube ich auch, dass es aus dem Koran ist. Ich denke nicht, dass es in der Bibel steht. Ich weiß es nicht. Mhm. Was sagst du? Also ich würde sagen, dass diese drei Aussagen in beiden Büchern vorhanden sind. Aber welcher Vers stammt nun aus der Bibel, welcher aus dem Koran? Achtung! Exakt diese Aussagen sind alle aus der Bibel. Dich wird das jetzt wahrscheinlich weniger überraschen, weil du ja schon so in die Richtung tendiert hast. Überrascht dich das? Ja, eigentlich schon. Also ich dachte nicht, dass es da wirklich so aggressiv drinsteht. Krass einfach. Ja gut, es ist schon, es hängt viel damit zusammen, weil man halt eben sagt, gerade
ich sage mal, den ausländischen Mitbürger sagt mal nach, Frauen, und die werden unterdrückt und die haben das zu machen, was der Mann sagt. Und eben daher rührt es, dass man, was, denke ich mal, 90% sagen werden, das Rote gehört eben zum Koran, denke ich mal. Durch die ganzen Medien heutzutage wird das halt so vermittelt. Mhm. Sieht man am besten Beispiel jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie... Ja, nein, das ist echt so. Es gibt Leute, die sich über den Islam nicht informieren und dann durch die Medien nur solche Sachen wie ISIS hören. Und natürlich entsteht dann auch solche so Vorurteile gegenüber normalen Muslimen, die eigentlich auch gegen ISIS sind. Ich bin ja gegen ISIS, weil es ist verrückt, was die machen. Ist ja nicht mehr menschlich. Aber dann entstehen eben solche Vorurteile. Ich bin inzwischen in Bethüls Gemeinde angekommen, der Schehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln. So, einfach in die Regale. So, und ich muss mich jetzt auch bedecken. Beim Gebet machen das Muslime, auch wenn sie normalerweise kein Kopftuch tragen, dann zumindest beim Gebet. Ja. Aber du bist ja keine Muslimin, deswegen darfst du dir das selbst aussuchen. Ein- bis zweimal die Woche kommt Bethül hierher. Zum Beten und weil sie Nicht-Muslimen wie mir regelmäßig ihre Moschee zeigt. Auch um Vorurteile abzubauen. Eine Frage wird ihr dabei oft gestellt. Das Kopftuch, musst du das tragen? Mein Vater an sich war dagegen, dass ich das Kopftuch trage. Ach was? Ja, meine Mutter noch stärker dagegen, weil sie selbst als Kopftuchträgerin sehr negative Erfahrungen gemacht hat und sie mir ersparen wollte. Aber sie haben mich beide zu einer selbstbewussten Frau erzogen und am Ende konnten sie eben nicht so viel ausrichten. Viele Fremde sind ja der Meinung, das Kopftuch ist die Unterdrückung quasi der Frau. Aber was bedeutet es tatsächlich? Ja, ich komme sehr gerne immer ein bisschen vom Kopftuch weg und trete mal so einen Schritt zurück und betrachte generell die Kleidungsvorschrift im Islam für Männer und für Frauen, die eigentlich nur besagt, jeder Muslim sollte weite Kleidung tragen und lange Kleidung tragen. Mhm. Also seinen Körper nicht zur Schau stellen, ist eigentlich die Regel. Das heißt, auch ein Mann, der ordentlich seine Muskeln aufbaut, darf sie anschließend nicht zur Schau stellen, sondern muss sie bedecken. Man will einerseits die Gesellschaft so ein bisschen entspannen und nicht so viel Wert auf Äußerlichkeit legen. Denn wenn ich mein Äußeres verhülle, was bleibt dann eigentlich von mir noch übrig? So, dann bleibt eben nur noch das Innere übrig, mein Charakter übrig. Mhm. Und wenn ich nicht mein Äußeres aufwende, schminke und zur Schau stelle, dann muss ich eben mein Inneres schmücken und eben meinen Charakter. Schöner Gedanke eigentlich. Inzwischen ruft der Imam zum Nachmittagsgebet. Bethüls Gemeinde hat mich eingeladen, dabei zu sein. Sehr gläubige Muslime wie Bethül beten 5-mal am Tag. Viele denken, das ist eine Last. 5-mal am Tag hört sich erstmal viel an und anstrengend an. Aber wenn man das Gebet wirklich verinnerlicht hat und das so macht, wie man es machen sollte, also auch als Rückzug, als Meditation eigentlich auch und Kreislauf in Schwung bringen und so ein bisschen zur Ruhe kommen auch, dann ist das keine Last, sondern eher eine Erleichterung, etwas Schönes, worauf man sich freut. Auch auf mich wirkt das Gebet sehr entspannt. Die Leute sind richtig in sich versunken, als stünde die Welt um sie herum einfach still. Ui, ui. Das war also deine Gemeinde. Was ist das Besondere für dich am Islam? Die Kraft, die es mir gibt. Dass ich auch mit Widrigkeiten des Lebens eigentlich positiv umgehen kann, geduldig umgehen kann, alles aus einem positiven, guten Blickwinkel betrachten kann. Schön. Schön. Kraft und Vertrauen schöpft auch Armin Rochdi aus dem Islam. Er ist 31 und Islamlehrer. Und zwar an der Werner-von-Siemens-Realschule in Erlangen. Die hat als eine von 261 Schulen in Bayern Islamunterricht auf dem Stundenplan. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Assalamu alaikum. Armin hat mich in seinen Unterricht eingeladen. Heute auf dem Stundenplan die Ziele des Islams. Dann der Schutz der Religion. Und die stehen zum Großteil genauso im deutschen Grundgesetz. Zum Beispiel die Würde des Menschen oder der Schutz des Lebens. Jede Gruppe soll ausarbeiten, was sie mit dem jeweiligen Ziel verbindet. Welche Arbeitsaufträge hattet ihr? Schutz des Lebens. Schutz des Lebens als Ziel des Islam. Genau. Und was habt ihr dazu euch überlegt? Oder was findet ihr sozusagen das Wichtigste dazu, was ihr aufgeschrieben habt? Als Beispiel jetzt zum Beispiel Zivilcourage. Es betrifft alle Menschen, also ob Muslime oder nicht, ist ganz egal. Es gibt ja immer mal wieder so Vorurteile, die
wo Leute sagen, ja, der Islam ist eher eine aggressive Religion und ist eher gewaltbereit. Was sagst du dazu, wenn Leute das sagen? Wenn es jetzt eine Person macht, heißt es ja nicht gleich, dass es alle so sind. Also das ist zu Unrecht. Rund 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. 99,975% von ihnen haben mit so etwas wie Glaubenskrieg rein gar nichts am Hut. Gerade einmal 0,025% gehören zur gewaltbereiten islamistischen Szene. Geht dir das persönlich öfter so, dass du das hörst, dass ja, der Islam gleich mit Terror gesetzt wird oder dass eben Muslime gleich mit Terroristen gesetzt werden? Ja, es ist sehr traurig, weil es ist eben meine Religion. Aber ich finde, wir sollten eben die Leute aufklären. Und das ist die beste Lösung. Und eben zeigen, dass wir keine Terroristen sind, dass wir eigentlich Frieden wollen auf dieser Welt. Terroristen rechtfertigen ihre Taten mit ihrem angeblichen Glauben. Dabei ist der Islam so friedlich wie jede andere Religion. Man muss den Koran nur deuten können. Die Schüler bekommen natürlich auch ein Werkzeug an die Hand. Also wenn wir jetzt über den Koran sprechen, dann sage ich jetzt nicht nur so, was ist für dich der Koran, was für dich. Das kann ich zwar mal machen, aber ich zeige ihnen natürlich auch theologisch, also ganz klar auf, welche Regeln es zur Interpretation gibt. Ja, man muss die damalige Zeit beachten, den Kontext und so weiter. Also das bekommen sie natürlich schon. Da geht es nicht um Blabla, sondern da gibt es harte Fakten, um tatsächlich zu wissen, wie gehe ich mit diesem Werkzeug Koran zum Beispiel um. Eben die Vermittlung, dass alles nicht wortwörtlich ausgelegt werden sollte. Genau, und das ist die eine Seite des Islamunterrichts. Und die andere ist natürlich dann einfach auch die sogenannte integrative Seite. Also dass man sagt, Mensch, Muslime, Muslime fühlen sich tatsächlich ein Stück weit beheimatet. Hier im Schulalltag. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt so verschiedene extremistische Gruppierungen anschaut oder insgesamt die Radikalisierung, dann hängt es oftmals damit zusammen, dass sich diese jungen Menschen eben nicht als Teil der Gesellschaft fühlen. Wenn ich Teil der Gesellschaft bin, dann möchte ich diese Gesellschaft ja nicht zerstören oder zumindest Leute davon umbringen oder wie auch immer, sondern ich möchte Teil der Gesellschaft sein und das ist ganz, ganz wichtig. Bethül ist ganz, ganz sicher ein Teil der Gesellschaft. Dank ihr habe ich heute eine Menge über den Islam gelernt. Aber eine Sache will ich dann doch noch von ihr wissen. Karikaturen über den Islam, vor allem in Abbildung von dem Prophet Mohammed. Wie stehst du dazu? Der Koran sagt, wenn über deine Religion hergezogen wird, dann verlasse den Ort und setze dich damit nicht weiter auseinander. Also du sollst dich einfach abwenden davon und dann geht der Koranvers so weiter, dass gesagt wird, und wenn sie aber nicht mehr darüber herziehen, dann kannst du wieder mit ihnen verkehren. Und als Muslim natürlich heiße ich das nicht gut, wenn über meinen Propheten hergezogen wird, aber das rechtfertigt ja dennoch nicht Gewalt, sondern ich muss eben auch damit umgehen können. Was wünschst du dir für die Zukunft? Dass viel mehr Selbstverständnis einfach da ist, dass die Leute weniger über jemanden sprechen, sondern mit jemandem sprechen. Also wenn jemand ein Vorurteil über mich hat, dann soll er mich lieber anquatschen und mal fragen, statt so das Bild über mich in seinem Kopf selbst auszumalen. Das wäre ganz nett. Und eben, Muslime sind keine Aliens, sondern ganz normale Mitbürger wie du und ich auch. Schönes Schlusswort. Und Achtung, wenn ihr mal hier drauf klickt, dann könnt ihr noch einiges mehr von dieser kleinen, feinen Sendung hier sehen. Natürlich könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren, damit ihr unsere fabrikneuen Beiträge immer als Erste seht. Hier oder hier oder hier. Klick. Bist du schon auf Menü? Nee, noch nicht. Repeat. Ja. Ah. Abonnieren. Weiterschauen. Weiterschauen. Abonnieren. Wie lange muss ich das jetzt halten? Warte. 3, 2, 1.